So mancher erinnert sich. Es war einmal ein Europa der offenen Grenzen. Nun rollt eine neue Covid-Welle über den Kontinent. Die Länder machen ihre Grenzen dicht, wie etwa Spanien. Ohne Test geht nichts. Ich bin eine Grenzgängerin, also muss ich den Test nicht jeden Tag machen. Aber sonst ja, anscheinend braucht man den PCR-Test, wenn man nach Spanien fährt. Deutschland hebt gerade die Reisebeschränkungen von und nach Tirol auf, verlängert aber an der Grenze zur Tschechischen Republik die Kontrollen. Wann, welche Grenzen, wo und wie wieder komplett offen sind, da hat auch der deutsche Bundesinnenminister kein Patentrezept. Nicht mehr Mutationsgebiet, aber insgesamt noch nicht stabil. Vor allem die Infektionsbelastung an den grenznahen Landkreisen auf deutschem Gebiet sind noch viel zu hoch. Und deshalb werde ich die stationären Grenzkontrollen für weitere 14 Tage zwischen Tschechien und Sachsen und Tschechien und Bayern verlängern. Noch weiter geht Italien. Hier sollen alle Einreisenden aus der EU erst einmal einen Corona-Test machen und dann 5 Tage in Quarantäne bleiben. Nach frohen Ostern und schönen Ferien hört sich das nicht gerade an.